Heute geht es um das Herz-Kreislauf-System. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was kann getan werden? Prophylaktisch, also vorbeugen, und aber auch, was kann getan werden, wenn schon eine Erkrankung da ist, wie zum Beispiel ein Zustand nach Herzinfarkt oder ein Angina pectoris etc. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis, und ich zeige euch heute mal 5 verschiedene Dinge, die wichtig sind für unser Herz-Kreislauf-System. Zusätzlich zur Schulmedizin, selbstverständlich muss dies alles mit dem behandelnden Arzt vorab abgesprochen werden, und das ist alles nur beispielhaft, was ich heute zeige. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte bitte keinen Herzinfarkt kriegen oder einen Schlaganfall oder einen erhöhten Blutdruck, da gibt es ja ganz viele verschiedene Diagnosen. Da muss natürlich immer genau vom Facharzt nachgeschaut werden. Aber was kann man tun? Ich habe hier mal 5 Punkte aufgeschrieben. Punkt Nummer 1, das sind mehrere Punkte zusammengefasst, weil ich finde, dass diese Dinge eigentlich immer beachtet werden sollen. Und zwar natürlich eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Genügend Flüssigkeiten, zwar Wasser- oder Kräutertees, dazu gehört kein Alkohol und auch kein Kaffee. Gesunde Fettsäuren, ein bisschen Omega-3-Fette, so eine mediterrane Lebensweise wäre da das Beste. Wenig Tierisches dazu, ein bisschen Fisch darf mit hinein und so weiter. Bewegung, ganz wichtig, jeden Tag Bewegung. Wer einen Hund hat, kennt das, der muss 2-3 Mal am Tag mit dem Hund Gassi gehen. So ähnlich sollten wir das auch machen. Und nicht nur einmal die Woche oder 2 Mal ins Fitnessstudio gehen, sondern jeden Tag bewegen, jeden Tag ein bisschen Ausdauersport, zum Beispiel laufen gehen, spazieren gehen, Fahrradfahren. Ein gesunder Schlaf ist noch ganz, ganz wichtig, weil das auch zur Stressreduktion gehört, aber auch im Schlaf regeneriert unser Körper und kann wieder zu Kräften kommen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und auch als Schlafförderung auch mal unseren Melatoninspiegel beim Arzt testen lassen. Das geht nämlich in der Nacht, kann man das testen. Und vielleicht dann auch mal mit Melatonin ein bisschen substituieren unter ärztlicher Aufsicht. Zweitens, Blutdruck. Der Blutdruck ist ganz wichtig. Blutdruck kann viel kaputt machen, nicht nur die Nieren, sondern auch das Herz und die Herzkranzgefäße. Ein hoher Blutdruck ist wichtig zu sehen, woher kommt der, warum ist der da. Und wenn man keine Ursachen findet, die man behandeln kann, dann muss man eben auch mal mit Blutdrucksenkern an die Sache rangehen. Und wenn es nur zeitweise ist, man kann ja parallel, also integrativ, komplementär schon diese weiteren Maßnahmen hier in Angriff nehmen und trotzdem mal eine Zeit lang einen Blutdrucksenker einnehmen. Das muss natürlich immer vom Arzt überwacht werden. Man kann zusätzlich bei einem hohen Blutdruck unter Absprache mit dem Arzt natürlich auch ordnungstherapeutische Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Kneipen, also kneippsche Maßnahmen, Bürstenmassage, kalt-warmes Duschen, aber auch, wie gesagt, dazu gehört auch Stressreduktion und ein gesunder Schlaf. Dann gibt es noch weitere tolle Möglichkeiten. Wir sollten versuchen, den Körper zu entsäuern und auch den Herzmuskel zu entsäuern. Das ist ganz wichtig, weil wenn der Herzmuskel schon ein bisschen unterversorgt ist, weil die Herzkranzgefäße vielleicht schon Ablagerungen haben und die Leute, die einen Herzinfarkt hatten oder die einen Stent gesetzt bekommen haben oder 2 oder 3 Stents oder einen Bypass, die wissen, was das bedeutet, wenn die Herzkranzgefäße schon dicht sind und nicht mehr richtig funktionieren, dann bekommt das Herz auch nicht mehr genügend Sauerstoff unter anderem, und dann bekommen wir eine Herzschwäche, eine Herzmuskelschwäche, weil da fehlt es einfach an Sauerstoff unter anderem. Und da können wir mit Strophanthus gratus etwas entgegenwirken. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Studien drüber, weil unter anderem der Herzmuskel dadurch entsäuert. Aber auch der gesamte Körper kann dadurch entsäuern. Das kennen auch die Leistungssportler. Die nehmen das nämlich auch ganz gern. Und zusätzlich mit Kalium und Magnesium können wir hier noch nachhelfen. Ich finde Kalium und Magnesium ganz, ganz wichtig. Natürlich muss man aufpassen, dass wenn Kalium
sparende oder ähnliche Medikamente eingenommen werden, wo man mit dem Kalium aufpassen muss. Das muss immer mit dem Arzt besprochen werden. Dann muss man mit dem Kalium eben vorsichtig sein. Man kann auch mal den Apotheker fragen, der kennt sich ja auch aus, wenn Medikamente eingenommen werden. Und natürlich rate ich meinen Patienten jedenfalls immer dazu, vorab mal ein Labor zu machen, wo man in der Vollblutmineralienanalyse und im Serum Kalium und Magnesium noch Calcium und so weiter anschauen. Dann gibt es noch eine tolle Möglichkeit, die Chelat-Therapie. Das wäre auch nochmal eine gute Sache, um eben die Schwermetalle und auch weitere Toxine auszuleiten aus dem Körper und eventuell ganz sachte und ganz sanft auch Calciumablagerungen zu behandeln in den Gefäßen. Da gibt es auch wirklich mittlerweile genügend Studien. Und da gibt es auch eine Ärztegesellschaft, eine ärztliche Gesellschaft für Metallausleitung. Das habe ich unten verlinkt, wer hier interessiert ist, einen ärztlichen Chelat-Therapeuten zu finden und dort mal hinzugehen und sich mal Rat zu holen. Das rate ich meinen Patienten, wenn sie einen Zustand nach Herzinfarkt oder einen Zustand nach Stent, wenn sie einen Stent oder zwei oder drei Stents bekommen haben, oder aber auch wissen, dass sie Gefäßablagerungen haben. Das kann ja der Kardiologe oder Internist oder Hausarzt sehr schön sehen mit der Sonographie, wenn man auch hier die Halsschlagadern mal anschaut. Aber man kann auch eine Katheteruntersuchung machen, eine Angiografie, man kann EKG machen und so weiter. Also das sind diese Maßnahmen sicherlich mal zu überdenken. Es gibt natürlich noch weitere Maßnahmen. Es gibt noch tolle Sachen aus der Pflanzenheilkunde, aus der orthomolekularen Medizin und so weiter. Darauf gehe ich tatsächlich ganz, ganz intensiv in unsere Akademie ein, die wir ja gegründet haben. Die haben wir auch unten mal verlinkt. Da könnt ihr auch mal schauen. Vielleicht wäre das was für euch. Vielen Dank und ich sage mal, bleibt gesund, bleibt herzgesund. Das Herz ist ein unheimlich schönes und wichtiges Organ, um mich mal so salopp auszudrücken. Danke.